liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für euch. Daniela Schwegler hat ihr das neue Buch vorgestellt. Die Sonderausstellung zum Adolf Ogi ist eröffnet worden. Und der Ironman hat am Wochenende zum zweiten Mal zu Thun stattgefunden. Vorher schauen wir noch kurz die heutigen News an. Mit dem Auto in die Bäume geprallt. Eine Frau ist am Montag Nami Zwimmis mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen, mit zwei Bäumen kollidiert und auf einer Leitplanke zum Stillstand gekommen. Sie ist verletzt. Ein blauer Elektrobus im Dienst von Postauto. Die Postauto-Fahrgäste auf dem Bödeli können bis Ende Jahr wieder mit einem Elektrobus fahren. Postauto setzt Leihfahrzeuge auf verschiedenen Linien ein und kann dabei auch von bereits gemachten Erfahrungen mit einem Elektropostauto profitieren. Warnung vor überteuerten Tickets. Die Stiftung für Konsumentenschutz hat vor dem Kauf von Festival-Tickets über die Online-Plattform Viagogo gewarnt. Tickets seien überteuert und der Einlass sei nicht garantiert. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück. Im Hotel Post und Kreuz hat die Autorin Daniela Schwegler ihr neues Buch «Uferlos – Fährleute im Porträt» vorstellen. Passend zum Thema hat Benjamin Konzett, Hotelier und Koch, ein ganz besonderes Vier-Gänge-Menü serviert. Willkommen zum Kultursommer in Grindelwald. Ins Leben gerufen vom Verein Eigennes und Grindelwald-Tourismus haben wir das Vergnügen, in Grindelwald ganz viele verschiedene kulturelle Events zu organisieren. Wir im Hotel Kreuz und Post haben eine Lesung organisiert, heute Abend mit der Autorin Daniela Schwegler. Und ich habe das grosse Glück und Freude, dürfen dazu ein passendes Menü zu kreieren. Vom Lachstartar aus Rubigen bis hin zum Zander aus dem Thunersee freue ich mich, heute Abend unsere Gäste zu verwöhnen. Ja, ich freue mich sehr, wieder in Grindelwald im Hotel Kreuz und Post zu Gast zu sein mit meinem neuesten Stück «Uferlos – Fährleute im Porträt». Ich porträtiere hier drin 18 Fährleute von 10 Fähren in Bild und Text. Und darunter sind auch zwei Fähren aus dem Kanton Bern. Und es ist ein wahnsinnig schönes Buch geworden. Es stößt auch schon auf riesige Response. Ich habe Anfragen von ganz vielen Medienschaffenden. Und es macht wahnsinnig Spass, jetzt das Buch zu lancieren. Am Freitag ist die Sonderausstellung über das Leben von Adolf Ogi mit geladenen Gästen eröffnet worden. Der Altbundesrat hat dabei selber noch eine Rede gehalten. Seit dem Sonntag ist die Ausstellung oder Öffentlichkeit zugänglich. 5, 4, 3, 2, 1, schneiden. So. Herr Bundesrat Ogi, was hat er hier heute eröffnet? Eine Ausstellung, die der Kultur- und Heimatverein Kandersteg für mich gemacht hat. Ich bin sehr bewegt, sehr berührt. Die Fleissarbeit, die Akribie, die da in das Museum eingesteckt worden ist, von Seiten von diesen ehrenamtlich tätigen Kandersteigerinnen und Kandersteiger ohne Entschädigung. Und dass ich jetzt noch so eine Ausstellung gewidmet bekomme, nachdem dass ich Ehrenbürger bin, das hat mich sehr berührt und das hat mich auch gerührt. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn man da in einer Sonderausstellung ist und rundherum sieht man plötzlich ganz viele Adolf Ogis? Ja, die Demut bleibt. Oder? Und ich darf sagen, es sind jetzt auch Gegenstände da, die sonst irgendwie in einem Keller sind, also nicht bei mir. Wir müssen ja beispielsweise die Sitzgruppe, die ist in der Geschenkkammer vom Bundesrat. Beispielsweise der Teppich mit meinem Grind ist in der Geschenkkammer. Aber was sie geholt haben, das sind Trophäen, das sind Fotos. Und das ist das, was die Geschichte von der Jugend bis heute darstellen. Das ist etwas ganz natürlich. Ein Metrolit ist da, der 10 Millionen Jahre hatte, bis er in der Stadt Ogi in Japan gelandet ist. Das ist ja weit in der Welt herumgekommen, eure Karriere. Was bedeutet Kandersteg immer noch für euch? Alles. Meine Heimat ist hier. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier Werte bekommen.
für mein ganzes Leben, von meiner Mutter, von meinem Vater. Ich würde hier zurückkehren, ich würde hier beerdigt, begraben. Ich vergesse nie, wo ich die Werte für mein ganzes Leben und von wem die Werte bekommen habe. Nämlich Vater, Mutter, Pfarrer und Oberlehrer Rösti. km schwimmen, 180 km Velofahren und 42,2 km säckeln. Am Wochenende hat Thun der Ironman stattgefunden. Rund 1600 Athleten und Athletinnen aus 53 Ländern haben am Triathlon teilgenommen. Bei den Frauen hat sich die Schweizerin Daniela Reif den Sieg geholt. Ja, der Ironman ist ein Triathlon, wo die Athletinnen und Athleten 3,8 km schwimmen, 180 km Velofahren und zum Abschluss einen Marathon laufen. Ja, Thun findet jetzt zum zweiten Mal statt, der Ironman Switzerland hier. Und man sieht es hier, es ist eine wunderschöne Kulisse. Das Rennen ist unter anderem von der Ironman Community auch zum schönsten Rennen der Welt gewählt worden. Und ich glaube, es macht einfach riesig Spass bei dieser Kulisse, mit diesen Leuten, mit den Emotionen, Zuschauern hier zu starten. Und ich glaube, das sieht man auch, wie die Athleten Freude haben. Ja, wir haben rund 1600 Athletinnen und Athleten aus 53 Ländern, also fast aus der ganzen Welt am Start. Und ja, da gibt es Athleten, die machen das zum ersten Mal. Es gibt Athleten, die haben schon 10 oder 20 Ironman gemacht. Also man hat wirklich alles von First-Timer bis zu erfahrenen Athleten am Start. Und dann natürlich auch Profis. Wir haben dieses Jahr ein reines Profi-Frauenrennen. Unter anderem ist Daniela Reif am Start. Sie ist Weltmeisterin kürzlich erst wieder geworden, die beste Triathletin auf der Welt. Und es ist natürlich immer schön, wenn man, wenn man so jemanden hier begrüßen darf. Ja, bis jetzt läuft alles nach Plan. Super Wetter, kein Zwischenfall. Von dem her hoffen wir natürlich, dass es so weitergeht. Und das Rennen geht noch bis um 12 Uhr, bis um Mitternacht. Also es gilt weiterhin konzentriert zu bleiben. Und damit wir alle sicher können das Ziel tragen können. Das war es mit dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen findet ihr auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt gehört ihr noch das Wetter von unseren Meteo News Kollegen. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Da ist Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Ja, Sommerwetter haben wir mit viel Sonne und sehr warmen Temperaturen auch heute wieder gehabt. Und in den nächsten Tagen sieht es ganz ähnlich aus. Wir bleiben hier mehrheitlich im Einflussbereich von einem Hochdruckgebiet. Und vor allem Anfang der kommenden Woche zieht dann hier die richtig heiße Luft von Spanien Richtung Alpenraum rein. In der kommenden Nacht ist meistens klar, morgen am Mittwochvormittag oft sonnig. Temperaturen morgen perfekt, um noch etwas durchzulüften. In den tiefen Lagen so um die 13 bis 14 Grad. Am Nachmittag ziehen dann zunehmend ein paar hohe Wolken auf, aber die bleiben harmlos und stören auch nicht gross. Also es wird auch am Mittwochnachmittag ziemlich sonnig sein und die Temperaturen erreichen knapp über 30 Grad. Auch hier in Frutigen um die 30 Grad im Laufe des Nachmittags. In der Nacht auf den Donnerstag gibt es ein paar Wolken mehr. Am Donnerstag selber der Tag durch auch wieder ziemlich sonnig mit Wolkenfeldern. Temperaturen bis zu 33 Grad heiß. Dann 29 Grad am Freitag, ein Mix aus Sonne und Wolken. Es kann in den Bergen vielleicht ganz isoliert mal einen Platz Regen geben. Das ist aber die Ausnahme. An den meisten Orten bleibt es trocken und übers Wochenende. Und zum Wochenstart geht es dann wieder sehr sonnig weiter. Und bis zum Wochenstart steigen die Temperaturen wieder auf über 30 Grad. Das gibt mir Jungfrau Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und bis bald.